Die dreitägigen Militärmanöver Chinas um Taiwan haben nach den Worten der taiwanesischen Präsidentin Tsai Ing-wen zu Instabilität in der Region geführt. Sie teilte auf Facebook mit, dass das keine verantwortungsvolle Vorgehensweise für ein wichtiges Land in der Region sei. China hatte die umfangreichen Militärmanöver am Samstag begonnen, einen Tag nachdem Tsai von einem Treffen mit dem Sprecher des US-Repräsentantenhauses Kevin McCarthy in Los Angeles nach Taipeh zurückgekehrt war. Die Regierung in Peking betrachtet das demokratisch regierte Taiwan als abtrünnige Provinz und wertet Treffen taiwanesischer Spitzenpolitiker mit westlichen Politikern als Abkehr vom Ein-China-Prinzip an. Taiwan sieht sich als unabhängige Republik China und ist seit 1949 selbstverwaltet.